So, ein Zahlenbeispiel zu der dynamischen Amortisationsrechnung. Erstmal zum Vergleich die statische Amortisationsdauer. Wir haben hier eine Beispielinvestition mit einem Kalkulationszinssatz von 5%. Die Investition kostet uns in der Gegenwart 5.000 und bringt uns dann 10 Perioden lang einen konstanten Rückfluss von 800. Okay? In der statischen Betrachtungsweise würden wir einfach schauen, wie oft wir 800 den Rückfluss von 800 einzahlen müssen, um die ursprüngliche Auszahlung von 5.000 wieder wettzumachen. Also wenn wir dann 5.000 durch 800 teilen, erhalten wir 6,25 Jahre. Das heißt, im ersten Quartal des siebten Jahres der Nutzungsdauer wäre die Investition amortisiert, ohne dass wir irgendwelche Zinsen berücksichtigen. Und wenn wir die Zinsen berücksichtigen, wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Mal stellen wir uns am besten wieder einen Finanzplan auf. Was wir hier in dieser Tabelle stehen haben, ist dann, die Spalten sind die Zeitpunkte und da stehen jetzt erstmal die Rückflüsse unabgezinst. Das heißt, heute 5.000, morgen 800 und so weiter, immer wieder 800 und das ist eben nicht abgezinst. Wir wollen das jetzt alles abzinsen auf die Gegenwart, das heißt, die Barwerte uns anschauen, damit wir das einheitlich vergleichen können, auf einen Betrachtungszeitpunkt runtergezinst, eben heute. Und wenn wir das machen, erhalten wir diese Zeile, ist dann nichts anderes als jeweils den Barwert gebildet. Wenn wir heute 5.000 ausgeben, ist der Barwert davon 5.000. Wenn wir morgen 800 ausgeben, ist der Barwert davon eben 762. Das ist mit diesen 5% gerechnet. Übermorgen 800 sind heute nur noch 726 wert und so weiter und so weiter. Und die 800, die in Periode 10 zurückfließen, sind heute 491 wert. Okay? Und wenn wir jetzt eben den Kapital, also quasi den Kapitalwert daraus bilden, das heißt einfach nur die Differenz bilden aus der ursprünglichen Auszahlung mit den Barwerten der Rückflüsse, erhalten wir eben für heute minus 5.000, weil da haben wir noch keine Rückflüsse. Morgen, mit den Rückflüssen von morgen, hätten wir dann eben einen Kapitalwert von minus 4.238, ist nichts anderes als minus 5.000 plus 762. Okay. Und das können wir eben immer weitermachen. Den nächsten Rückfluss, den nächsten Barwert der Rückflüsse können wir dann auch dazu addieren, haben dann einen Wert von 3.500, minus 3.512, können immer wieder den nächsten Barwert dazu addieren und Sie sehen, es nähert sich dann immer mehr der Grenze an. Und hier zwischen Periode 7 und 8 geschieht dann der Sprung hin zum Positiven und das heißt eben, dass hier, wenn wir die dynamische Amortisationsdauer berücksichtigen, irgendwo am Anfang der achten Periode eben die Investition dynamisch amortisiert ist. Okay, und das ist schon ein Unterschied. Wir hatten ja vorher heraus bei der statischen, dass es bei 6,25 passiert. Und jetzt passiert es eben irgendwo zwischen 7 und 8 oder genauer gesagt am Anfang der achten Periode. Genau. Und das Ganze kann man noch ein bisschen komplizierter machen, weil wir ja sonst nichts anderes zu tun haben. Wenn wir eben die dynamische Amortisationsdauer uns anschauen mit einem Liquidationserlös. Und wir nehmen an, der Liquidationserlös ist morgen 4.000 und sinkt jede Periode nochmal um 500. Genau. So dass in Periode 9 und 10 dann eben einen Liquidationserlös von 0 hätten. Das heißt, der Schrottwert ist dann tatsächlich 0 bis dahin. So, wenn wir da jetzt die Rückflüsse berücksichtigen wollen, können wir uns einen Trick anwenden, nämlich diese Formel. Diese Formel ist, das hier ist eben dieser Ausdruck, eben die Differenz zwischen Auszahlung und zwischen Barwert von Auszahlungen und Einzahlungen. Bezogen auf Periode n. Und das ist eben nichts anderes als das, was wir in Periode n-1 als Differenz gehabt hätten, plus den Grenzrückfluss abgezinst auf heute. Was ist der Grenzrückfluss? Der Grenzrückfluss ist die Veränderung in unseren gesamten Rückflüssen, die sich daraus ergibt, dass der Liquidationserlös immer kleiner wird. Okay?
Okay, und der Liquidationswert, wie wir das berücksichtigen, ist eben das hier. R-N ist nichts anderes als Rn, also das, was wir an Rückflüssen haben in dieser Periode, das ist hier oben das, plus die Differenz, die Veränderung im Liquidationserlös. Also das, was wir letzte Periode gehabt hätten an Liquidationserlös, aufgezinst auf heute, eine Periode weiter, und eben die Differenz zum heutigen Liquidationserlös, weil wir wissen ja, dass wir gestern mehr gehabt hätten. Und dieser Ausdruck ist eben, die berücksichtigt eben die Veränderung im Liquidationserlös. Und wenn wir das eben einsetzen, haben wir erstmal hier 4800. Das heißt, der Rückfluss in Periode 1 wäre eben hier diese 4000 Liquidationserlös plus die 800. Und in der nächsten Periode ist es, und das würde uns eine Differenz ergeben von minus 429. Okay, also wie kommt man auf diesen Ausdruck? Minus 429 ist nichts anderes als minus 5000 plus die, ich glaube, ja genau, 4800 abgezinst auf heute. Okay, also 1,05 hoch minus 1. Wenn wir das für die nächste Periode berechnen, haben wir nur noch einen Rückfluss von 100, weil jetzt kommt eben diese Formel hier zur Geltung, wo die Differenz uns, wo wir uns die Differenz anschauen. R-T ist dann eben quasi 800 plus die Differenz im Liquidationserlös, also die Differenz zwischen das hier aufgezinst und dem hier, macht insgesamt 100. Und wenn wir davon den Barwert berechnen und dann abziehen von der ursprünglichen Auszahlung, haben wir dann noch minus 338 übrig. Also das wäre dann minus 338 ist dann nichts anderes als minus 429 plus 100 mal Q hoch minus 2. Und das können wir immer weiter machen, immer weiter, immer weiter und sehen dann eben hier zwischen Periode 4 und 5 geschieht der Sprung, wo die Differenz zwischen, zwischen Aus- und Einzahlungen auf einmal positiv ist. Hier geschieht der Sprung, das heißt am Anfang von Periode 5 hat sich diese Investition dynamisch amortisiert, wenn wir Liquidationserlöse in dieser Form hier annehmen. Der Vollständigkeit halber sieht das dann so aus. Und das war das Zahlenbeispiel zur dynamischen Amortisationsrechnung.